Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen besseren Übergang zu diesem Antrag konnte ich mir gar nicht wünschen, denn das, was vorher diskutiert wird, ist ein Teil auch des Antrages oder der Antrag ist ein Teil dessen, was diskutiert wurde. Der 8. März ist Weltfrauentag oder Internationaler Frauentag. Diesen Tag zum Feiertag zu erklären, hat mehr als hohe symbolische Bedeutung. Er ist auch Mahnung für noch nicht erreichte Gleichstellung. Der Internationale Frauentag ist der Tag, an dem Frauen seit fast 100 Jahren weltweit ihr Recht auf Gleichberechtigung einfordern. Er ist das Sinnbild der Anmahnung von Frauenrechten und Ermutigung zum solidarischen Handeln zugleich. Ermutigung zur Gegenwehr auch gegen Gewalt, häusliche Gewalt, sexuelle Belästigung und Vergewaltigung. Frauen mahnen an, dass ihnen immer noch die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft verwehrt wird. Denn Geschlecht ist ein sozialer Platzanweiser, der Frauen und Männer ihren Ort in der Gesellschaft, ihren Status, ihre Lebenschancen zuweist. Und dieser Ort ist für Frauen enger als für Männer. Obwohl Frauen die besseren Schulabschlüsse haben, bekommen sie im Schnitt 23% weniger Geld, in Bremen sogar 26%. Wir hatten es eben. Sie führen weniger Betriebe, leiten weniger Redaktionen, besetzen weniger Professuren. Sie sind in der Politik unterrepräsentiert und wirken dadurch weniger an Gesetzen mit. Das hat gravierende Auswirkungen für Frauen. Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe durch alle politischen Bereiche. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation mit hoher Erwerbslosigkeit wird deutlich, dass wieder auf die tradierten Rollenbilder zurückgegriffen wird. Vom männlichen Familienernährer mit der abhängigen Hausfrau. Die eigenständige Existenzsicherung wird Frauen aberkannt, zunehmend aberkannt. Frauen vorbehalten sind die Minijobs, also sozialversicherungsfreie berufliche Tätigkeit, vorwiegend in haushalts- und pflegenahen Jobs. Die sogenannte stille Reserve soll nach dieser Vorstellung in Schulen, Kindergärten, Haushalten und Seniorenheime primär eingesetzt werden. Das geht einher mit der Zunahme des Ehrenamtes. Langzeitarbeitslosigkeit betrifft Frauen stärker. Dazu kommt, dass weibliche Altersarmut durch Hartz IV Bedarfsgemeinschaften gesetzlich vorprogrammiert ist. In gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Krisenzeiten sind die Frauen die Hauptleidtragenden. Das lehrt uns die Geschichte. Eine der großen verpassten Chancen der Frauen waren die Zeiten nach 1945. Die Frauen hatten zuvor zusätzlich die Aufgaben der Männer übernommen. Als diese aus dem Krieg zurückkamen, ließen sich die Frauen aus Liebe, Fürsorge und gelerntem Rollenverständnis wieder aus dem öffentlichen Leben drängen. Es stimmt, die Geduld der Frauen ist die Stärke der Männer. Die Geschichte des Frauentages, die Errungenschaften der Frauenbewegung und die Leistungen vieler deutscher, auch Bremer Frauenrechtlerinnen, wie zum Beispiel Auguste Kirchhoff, Agnes Heineken, Anna Stiegler, Käthe Popal, verdienen es, durch einen Feiertag gewürdigt zu werden. Unsere Mütter, Großmütter und Urgroßmütter, aber auch die Frauen, die hier mitten unter uns sind, die sich immer wieder auf neu, manchmal nach frustrierenden Diskussionen und erstaunlichen Ergebnissen weiter aufmachen, um die Gleichberechtigung nicht nur de jure, sondern de facto umzusetzen. Als historische Wurzeln für die Entstehung des 8. März gelten die Proteste New Yorker Arbeiterinnen, die erstmal 1857 auf die Straße gingen und gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen und für gleichen Lohn demonstrierten. 50 Jahre später, am 8. März 1908, traten Tabak- und Textilarbeiterinnen in den Streik und protestierten für bessere Arbeitsbedingungen, für ein Frauenwahlrecht, deren 90. Geburtstag wir im letzten Jahr im November gefeiert haben, für kürzere Arbeitszeiten und höhere Löhne. Unsere Forderungen und Ihre Forderungen, worin liegt der große Unterschied? Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin brachte auf der 2. Internationalen Frauenkonferenz 1910 den Antrag ein, einen internationalen Frauentag ins Leben zu rufen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Am 8. März 1917 streikten in St. Petersburg Textilarbeiterinnen und in Erinnerung dazu setzte 1921 die 2. Internationale Konferenz den 8. März als einheitliches Datum für den Internationalen Frauentag ein. Und seit 1975 wird der 8. März offiziell von der UNO als Internationaler Frauentag gewürdigt. Der Internationale Frauentag ist ein Tag der Menschenrechte. Wo die Grundrechte für Frauen und Mädchen verwirklicht sind, geht es auch den Männern und Jungen besser. Auch sie werden durch das aktuelle Männerbild und zum Beispiel das Fehlen von Männern in der Kindheit in ihrer Fähigkeit eingeengt. Der Schlüssel für die Auflösung tradierter Rollen ist die Gleichberechtigung der Frau. Gleichberechtigt lebt die Gesellschaft friedlicher, fortschrittlicher und freiheitlicher zusammen. Die Freie und Hansestadt Bremen setzt mit der Novellierung ihres Landesfeiertagsgesetzes ein weltoffenes und emanzipatorisches Zeichen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wobei ich aber bemerkt habe, dass Sie teilweise untereinander sehr viel lebhaftere Gespräche geführt haben, als diesem Thema zu lauschen. Trotzdem danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nächste Rede.